Ganz beim Weingut und der Sektmanufaktur Hakamp, Hannes Hakamp. Hannes, machen wir mal vielleicht zu Beginn ein bisschen Begriffsklärung. Was ist der Unterschied zwischen Sekt, Schaumwein, Frizzante? Grundsätzlich muss man unbedingt diese Unterschiede besprechen, weil es ist wirklich sehr groß, dieser Unterschied, weil die Aufwendungen, die wir betreiben in unserem Keller mit der traditionellen Flaschengärung, sehr groß ist oder sind. Wir müssen davon ausgehen, dass der Großteil der kohlensäureversetzten Schaumweine einfach so entstehen, indem man in einen großen Tank, einen Drucktank, der auch Druck aushält, der wird gekühlt und dort wird Kohlensäure eingespritzt und das kann man dann auch schon am gleichen Tag abfüllen und verkaufen und trinken. Das wäre die einfachste Möglichkeit, einen Schaumwein zu machen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, so wie die Vergärung im Tank. Hier spricht man ja schon vom Sekt. Sekt ist dann gegeben, wenn eine zweite Gärung abläuft. Das kann, wie gesagt, im Tank passieren. Oder die ganz aufwendige Methode, die bei uns im Hause gemacht wird, in der Flasche. Das heißt, ein Sektgrundwein, der ausgesucht wird, wird mit Zucker und Hefe versetzt, kommt in die Flasche, vergärt in der Flasche. Es entsteht Kohlensäure und natürlich auch etwas Alkohol. Wo legt man quasi eben in Grundfesten schon die Qualität des Endproduktes fest? Ja, wir sind Anhänger der trinkbaren, leichteren Sektrichtung. Das heißt, wir haben sehr, sehr gern auch Champagner. Wir trinken auch sehr, sehr gern Champagner. Und hier kann man aus diesen ursprünglichen Champagnerproduktionen einiges herauslesen, auch für uns. Das heißt, wir versuchen schon im Weingarten Trauben zu produzieren, die nicht zu hoch im Zuckergrad, in den Zuckergraden sind, eine lebendige Säure haben, das heißt, sie werden im Grunde selektioniert und es wird etwas früher geerntet, damit der Säuregehalt und der Zuckergehalt, der Säuregehalt hoch ist und der Zuckergehalt nicht allzu hoch ist, weil wir müssen bedenken, dass in der Flasche, bei der Flaschengärung, der Sekt noch einmal 1,2, 1,3 Volumenprozent Alkohol dazu gewinnt. Das heißt, wir wünschen uns im Weingarten eine gesunde Traube, die so circa 15, 16 bis maximal 17 Klosterneuburger Mostgraden hat. Das ergibt dann, wenn sie gegoren hat, circa 11 bis 11,5 Volumenprozent im Grundwein. Und wenn man das dann in der Flasche vergärt, dann hat das fertige Produkt circa 12,5 Alkohol. Das ist für uns ein Punkt, wo eine Leichtigkeit des Trinkens noch gegeben ist, wo eine Stabilität aufgrund der höheren Säure auch da ist und natürlich infolgedessen auch eine Langlebigkeit des Produktes. Hannes, jetzt sind wir da im Stahltankkeller. Das heißt, es gibt auch da jetzt die unterschiedlichen Ausbauvarianten, klassisch Stahltank und natürlich dann auch im Holzfass. Die Weine, die Grundweine müssen auch ausgebaut werden. Das ist nicht so, wenn man glaubt, dass nach dem Vergären das sofort in die Flasche gefüllt wird und vergoren wird in der Flasche, sondern hier passiert auch ein Ausbau. Bei manchen Sorten oder Richtungen im Stahltank, wie zum Beispiel ein gelber Muscatella, typischer steirischer Sekt, der nicht in Berührung mit dem Holzfass kommt, weil die Vorstellung zum gelben Muscatella eher diese fruchtige Art ist. Hier wird versucht, im ganz normalen Stahltank zu vergären und einen sehr feinen, fruchtigen Muscatella zu bekommen. Der wird dann alsbald, also nach der Vergärung, stabilisiert und dann kommt er in die Flasche. Im Gegensatz dazu gibt es bei uns im Haus noch zwei andere Sektrichtungen. Das ist die Brut Reserve, so wie ich es jetzt in der Hand habe, und unser Brut Rosé. Diese Grundweine werden vorwiegend im Holzfass ausgebaut. Wir machen zum Teil auch die zweite malolaktische Vergärung im Holzfass, um eine Rundung hineinzubringen, weil wir doch mit höheren Säurewerten den Grundwein, die Trauben des Grundweins ernten. Und diese harmonische Richtung ist unser Ziel. Die Füllung dieser holzausgebauten Grundweine ist mindestens ein halbes Jahr zeitversetzt zur Ernte. Und dann
meistens zwischen April und Juni, Juli werden diese Grundweine dann in die Flasche gefüllt, vergoren und gelangen dann für längere Zeit in die Lagerung mit der Hefe in der Flasche in unseren Sektkeller. Was ist nun der nächste Schritt bei dir in der Produktion hier im Haus? Nachdem wir gefüllt haben und vergoren haben, das wird auch ständig kontrolliert, diese Vergärung. Wenn die Gärung vollendet ist, kommt in den Reifekeller die Flasche mit der Hefe drinnen. Und hier gibt es Varianten einer Lagerung von ein paar Monaten oder eben ein paar Jahren, wie vorhin schon angesprochen. Und das wird auch ständig kontrolliert. Hier wird geschmackliche Kontrolle gemacht, wie wirkt sich die Hefe in der Flasche aus, warte ich länger, da gibt es eben mehr cremige Aromen, komplexere Aromen in den Wein, ist die Verweildauer etwas kürzer, dann gibt es eher diese fruchtigen, typischen steirischen Aromen, die wir kennen. Nach diesem Prozess, wenn wir dann soweit sind und überlegt haben, mit der Sektproduktion, das heißt mit den Rütteln dann zu beginnen, wenn das geschmacklich für uns passt, dann geht es ab ins Rüttelpult. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die traditionellen Holzrüttelpulte, aber natürlich gibt es einen kleinen Fortschritt, unter Anführungszeichen bei uns auch schon im Betrieb, mit automatischen Rüttler. Das ist der gleiche Vorgang wie mit der Hand. Wenn man die Flasche mit der Hand bewegt, gibt es auch Maschinen, die das machen für uns und so uns die Arbeit ein bisschen erleichtern. Hannes, da gibt es noch diese Worte, die so herumgeistern, Dosage, Degorgieren, vielleicht kann man das auch ein bisschen erklären. Dosage ist ein Überbegriff, um den Sekt etwas Süße zu verleihen. Das kann auf verschiedene Weise passieren. Es kann mit roher Rübenzucker passieren, es kann mit Süßwein passieren. All das, was den Wein nicht beeinflusst, ist erlaubt. Und hier ist natürlich ein großer Spielraum. Es kann auch Eiswein dazu verwendet werden. Es gibt auch Kellergeheimnisse in manchen Betrieben, wie das gemacht wird. Aber grundsätzlich geht es darum, den Grundwein, der eigentlich recht sauer dann der vergoren hat, also der halbfertige Sekt, der relativ sauer ist im Grunde, von der Kohlensäure auch diese Lebendigkeit hat, etwas Harmonie zu verleihen. Und das passiert mit dieser Dosage. Das wird auch vorher ausgekostet und da geht es nur um ein paar Milliliter von dieser Süße, die der Sekt dann beim Fertigmachen erhält, um mehr Harmonie in der Flasche oder bei den Verkostern hervorzuheben. Eine letzte Begriffsklärung noch, das Rütteln. Das ist ja nicht dazu da, um den Wein jetzt nur in Bewegung zu halten, es hat einen ganz einen einfachen Grund. Man muss sich so vorstellen, in der Flasche ist der Sekt bei der Vergärung und bei der Lagerung trüb. Und diese Trübheit möchte man hinausbekommen. Es hat auch einen Sinn, je rauer oder je trüber der Wein oder der Sekt ist, desto schneller entweicht die Kohlensäure. Wenn man einen trüben Sekt aufmachen würde, dann würde das sehr, sehr viel Schaum ergeben und sehr viel Sekt verloren gehen. Und so geht man eben her durch Bewegungen in der Flasche. Jeden Tag wird die Flasche ein paar Mal bewegt und nach 2 Wochen circa oder 3 Wochen steht die Flasche am Hals und so sind die Trubstoffe dann vorne drinnen. Und der Sekt ist klar. Und das ist wichtig, um dann beim Degouchieren, das schöne Wort Degouchieren, das heißt das Öffnen der Flasche, einen klaren Sekt zu erhalten. Weil mit dem Öffnen dann der Flasche in einem bestimmten Zustand entweicht dann dieser Trubstoff, vorwiegend Hefen, und der Sekt ist klar. Hannes, wir haben jetzt gesprochen von der Wichtigkeit des guten Grundproduktes, ausbauweise Stahltank oder eben im Holzfass. Dann die Produktion an sich, aber schlussendlich, wenn es jetzt um einen fertigen Schaumwein geht, was ist für dich so die Philosophie, was macht für dich einen guten Schaumwein aus? Ich habe das schon vorher ein bisschen angesprochen. Für mich geht es um die Leichtigkeit des Trinkens. Es ist sehr ähnlich wie beim Wein.
Weine zu machen, die sehr üppig sind und vordergründig und vielleicht auch Verkostungssieger sind. Das ist nicht das Ziel. Gerade beim Schaumwein ist es oft so verbunden mit Feierlichkeiten. Und hier soll diese Leichtigkeit im Vordergrund stehen. Das ist für mich wichtig. Der Alkohol, die Eleganz des Produktes ist auch verbunden mit etwas höherer Säure. Und diese Trinkigkeit, sage ich immer, steht bei mir im Vordergrund. Und so, glaube ich, kann man diese Beschwingtheit des Sektes widerspiegeln bei einer schönen Runde. Gibt es vielleicht abschließende Frage, sowas wie den typischen steirischen Sekt? Was ist so der typische steirische Schaumwein? Die Steiermark hat eigentlich sehr, sehr hohes Potenzial beim Schaumwein, weil die Steiermark diese tollen Voraussetzungen hat mit hoher Säure, Lebendigkeit, Leichtigkeit im Produkt, nicht zu breite Grundweine. Wenn wir das befolgen, und darum müssen wir natürlich auch arbeiten, dann haben wir, ich glaube, die besten Voraussetzungen in Österreich für das Produkt Sekt. Daran muss man natürlich arbeiten. Die haben noch nicht so die große Tradition wie zum Beispiel in der Champagne. Aber wir sind auf gutem Wege dorthin, ein tolles Produkt zu machen. Wir sind eigentlich am Anfang von dieser Entwicklung. Ich glaube, da kommt Großes auf uns zu.